Willkommen zurück zu Let's Play Supraland. Wo machen wir denn nun weiter? Ach, hier sind erstmal Münzen. Da oben ist bestimmt eine Truhe drauf. Die Haare von Ehrmann hat die Kraft von Grauschädel und die Haare schön. Du nimmst die Haare mit und legst sie zu Hause aufs Regal. Da vorne ist Blueville ja schon. Und genau vor uns ist gerade einer gespawnt. Wir sammeln hier erstmal ein paar Münzen ein. Ich wurde doch gerade von irgendwas gesehen. Keine Ahnung von wo. Der hat mich nicht gesehen. Naja. Wir können noch nicht rein. Du musst erst die beiden MacGuffins vom blauen und lila Kristall besorgen. Dann komm zu mir zurück. Hol den MacGuffin beim blauen Kristall. Da vorne geht's lang. Zum blauen Kristall. Kommen wir hier hoch? Nein. Zumindest noch nicht. Hier müssen wir irgendwie durchkommen. Wir gehen dort mal hoch. Auf diesen Turm. So nicht. Versuchen wir das mal so. Zumindest haben wir es fast so geschafft. Vielleicht versuchen wir es einfach mal von dort oben. Hier unten liegt eine Münze. Naja, das hier bringt uns jetzt auch nichts. Kann ich da drauf schießen vielleicht? Nein. Wir brauchen eine Batterie, glaube ich. Wo bekommen wir die her? Das habe ich irgendwie übersehen. Plattform, komm runter. Ja, okay. Dann halt so. Dann einmal drauf, nochmal drauf schießen und wieder hoch. Und hier haben wir die Batterie. Mit der Batterie, wenn wir die tragen, dann kann ich nicht so gut springen anscheinend. Rein da. Schön gegen den Kaktus laufen, hast du gut gemacht.
Achso, ich sollte erstmal da. Nein, wir. Bevor ich da drauf schieße. Packen wir da erstmal diesen Würfel drauf. So, nun. Hoffentlich funktioniert das so. Ja, das sieht gut aus. Und offen. So, und wir sind... Ja, wer ist das denn? Er ist weg. Oben sehe ich eine Truhe. Und ich habe eine Idee, wie wir da rankommen. Da kann man nicht drauf stehen. 23 davon. Was auch immer das ist. Oben auf der Mauer sind auch Kisten versteckt, das weiß ich noch. Hier ist eine. Mit Münzen. Irgendein Upgrade wäre mir jetzt lieber gewesen. Ob dort ganz oben drauf eine Truhe war, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Hier brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Hey. Ich habe ein neues Rezept. Wasser und ein roter Samen. Du beide in den Entsafter in der Höhle. Samen findest du direkt hinter dem Geschäft. Geschäft? Man kann dir Sachen kaufen? Wir haben viel Geld. Wir können uns sicher einiges kaufen. Durch diese Tür kommst du zum blauen Kristall. Du solltest dort unbedingt hin. Diesen Grabstein hier haben wir übersehen. In die Höhle kommen wir aber noch nicht. Gib Geld. Blaster kritischer Schaden. Schwert. Kritische Schaden. Chance plus 5%. Tassometer. Oh, das ist das, was wir brauchen. 35 haben wir schon. Tassometer zeigt, wie krass du bist. Jede geöffnete Truhe und jedes gekaufte Item machen dich krasser. Dann nehmen wir das hier einmal mit, das hier mit. Ja, verkaufen einfach alles. Hier ist irgendwo noch. Achso. Steingräber. Die können wir ja noch nicht zerstören. Hab ich doch noch getroffen. Dann gehen wir hier mal rein. Ein nasser Schwamm, den können wir direkt mal mitnehmen. Das flog weiter, als ich dachte.
Aber ich glaube, hier unten sind auch noch Gegner. Links oder rechts? Wir gehen mit dem linken Weg. Eine Truhe mit Münzen. Hier soll das rein. Nun fehlt nur noch der rote Samen. Vielleicht von dem Baum? Vielleicht von diesem Baum? Dann sag mir, wo ich diesen roten Samen herkriege. Oder liegt er da vielleicht einfach irgendwo im Geschäft rum? Und ich das... Oh. Den roten Samen habe ich wohl gefunden. Doppelherz, Gesundheitsfrüchte geben dir nun 20 statt 10 Gesundheit zurück. Das ist gut. Das können wir gut gebrauchen. Momentan fehlen uns auch relativ viele Leben. Jetzt noch mehr. Dann essen wir mal eine. Und damit sind wir fast wieder voll. Ich glaube, die muss man runterschießen. Zumindest sieht das so aus. Er hält mehr Schüsse aus, als ich gedacht hatte. So, und nach oben. Zu dem Schlüssel. So, wie ging das nochmal? Jetzt muss man das da, glaube ich, runterschießen. Und geht das hier auf, ja. Das war doch einfach. Da oben ist sicher was drin. Da oben ist nichts. Da ist nichts drin. Ich glaube, das hätte ich auch so geschafft. Da hinten ist er wieder. Der blaue. Gut, jetzt kannst du dort rüber springen. So, aber das hätte ich... Diese Seite hätte ich so nicht geschafft. Er ist wieder verschwunden. Mr. Miracle ist der Beste. Im Blueville denken sie, dass Mr. Miracle blau war. Natürlich war er rot. Hilf mir, in die Kapelle zu kommen, und ich werde dir die große Tür öffnen. Das machen wir, wie das geht, weiß ich auch noch. Aber vorher gucken wir uns hier ein bisschen um. Wenn du denkst, dass ein riesiges Kind alles kontrolliert, warum können wir es da nicht sehen? Ich weiß, dass er existiert, weil wenn es ihn nicht gäbe, wären wir alle nicht hier. Wir stecken diese weißen Blumen in das Rohr
um die weiße Farbe zu bekommen. Die Maschine kann aus ziemlich allem die Farbe raussaugen. Aber wir brauchen irgendwas Gelbes. Zum Beispiel so einen Kristall hier. Verrostete Würfel, Ringe und Zylinder. Und das. So, gelb. Gelb ist das hier. Das sind dein Licht nehmen wir mal und stecken das hier rein. Nun nehmen wir uns hier diesen Ring und färben ihn gelb ein. Das ist unsere neue Färbemaschine. Unsere Zäune verkaufen sich viel besser, seit wir sie weiß einfärben. Wir färben das jetzt hier aber mal gelb und dann bringen wir ihn da rein. In die Kapelle. Ja, los, komm. Ein wirklich heiliger Geist, komm rein. Super. Oh. Den kriege ich da nicht mehr raus, aber... Oh. Den brauchen wir eh nicht mehr. Also kann der weg. Du kannst die Feinde nicht abschießen, wenn du die Schildgeneratoren nicht ausmachst. Sorry. Gibt's hier ein Loch im Dach? Ja, gibt es. Also zumindest machen wir jetzt eins. Davon brauchen wir gleich welche. Den müssen wir auch gleich färben. Jetzt brauchen wir überall diese Schlüsselkarten. Wenn sie ein Schild haben, kannst du sie nicht abschießen. Aber das Schwert kann ein wenig Schaden machen. Das ist doch schon mal etwas. Das ist ein weiterer Shop. Dank dir konnte ich noch eine Filiale aufmachen. Bring mir rote Fässer, um mehr cooles Zeug freizuschalten. Laster Abklingzeit halbiert. Und wir können mehr Münzen tragen. Und hier gibt es rote Fässer. Wir kaufen einfach mal beides. Und dann suchen wir rote Fässer. Wir schalten das als erstes mal aus. Okay, wir brauchen was Rotes. Ich weiß, wo wir das herbekommen. Da hinten waren... Bei der Färbemaschine, da waren ja auch rote Blumen. Ich hoffe, die Gegner folgen uns nicht. Sieht nicht danach aus. Einmal das hier rauf. Und hier hinten, dann nehmen wir uns hier eine rote Blume, stecken die da rein und färben die Schlüsselkarte rot ein. So. Und eine rote Schlüsselkarte. Au, natürlich trifft er. So. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Vielleicht die Heilung. Oh. Legen wir das mal oben drauf. Da oben sehe ich schon mal ein rotes Pass. Und daneben. Was bekommen wir hiervon? Schwertschaden plus 3, 40 Coins. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Mehr Schwertschaden ist immer gut.
so, wir aktivieren das damit. Dann gehen wir mal hier hoch. Achso, das hätte man von hier aus machen sollen. Naja. Du musst einen Weg finden, wie du den großen Knopf drücken kannst, um den Weg zum blauen Kristall zu öffnen. Den dort. Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen können. Du willst hier rein? Lass mich mal auf meiner Festplatte nachschauen. Die Datenbank auf meiner Festplatte sagt, dass du hier keinen Zutritt hast. Wenn man da reinkommt, weiß ich auch noch. Das ist zwar nicht wichtig für die Story, aber... ich glaube, da ist irgendwas Nützliches hinter. Was genau dahinter ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Und auch keine Ahnung, warum diese Box da steht. Hier vorne in den Bäumen ist noch etwas. Das ist teuer. Blaster-Ablenkzeit halbiert. 140 Coins. 540 können wir tragen. Hier brauchen wir eine weiße Schlüsselkarte. Eine Stampfattacke, die bekommen wir auch noch später im Spiel. Damit können wir zum Beispiel sowas aktivieren. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Achso, ja. Die weiße Schlüsselkarte wollte ich holen. Eine liegt hier ja noch. Nein, hier liegen doch noch ein paar mehr. Drei Stück liegen hier noch. Ein rotes Fass und hier brauchen wir eine grüne. Wo kriege ich denn grüne Farbe her? Achso, ja gut, einfach gegen einen Baum schlagen und das reicht dann schon. Und daneben. Munitionsauffüllgeschwindigkeit. Achso, das da rechts. Ich habe die Schlüsselkarte nicht mitgenommen. Hier. Gegen diesen Baum schlagen. Und hier drauf drücken. Und da haben wir sie. Dann gucken wir mal, was sich hinter dieser Tür befindet. Nachdem wir diese Münzen hier eingesammelt haben. Die ist im Stein verschwunden. Eine große Münze und zwei große Münzen und eine Truhe mit Blaster Schaden +5.
Nur machen wir einen Schaden mehr mit dem Blaster als mit dem Schwert. Durch dieses Tor geht es dann im nächsten Part. Dann bin ich ja nun erstmal im Part. Und dann bis zum nächsten Mal.